Na dann, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FSV 63 Luckenwalde. Die Partie endete 1:2 aus Sicht unserer Himmelblauen und 3672 Zuschauer sahen die Partie. Herzlich willkommen hier in der Runde und herzlich willkommen auch unseren Gästen in die VIP-Räumlichkeiten. An meiner Seite die Cheftrainer Christian Tiffert und auch Michael Braune. Sie bitte ich als erstes um das Statement zum Spiel. Hört man mich? Erst an. Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir hier beim Chemnitzer FC gewonnen haben. Ich bin heute mal wirklich sehr, sehr zufrieden, auch wenn mein Gesicht das vielleicht nicht sagt, weil ich ein bisschen ja, kaputt bin. Haben hier eine super Startphase. Die ersten 10 Minuten spielen da schon 2, 3 sehr gute Chancen raus, müssen da in Führung gehen auf jeden Fall, mindestens mit 1:0. Kriegen dann durch einen Konter das 1:0 und wie wir dann im Thema geblieben sind bei uns, also unsere Spielidee durchgedrückt haben, die ersten 45 Minuten war, bin ich sehr, sehr zufrieden, sehr stolz auf meine Mannschaft. Ja, zweite, nach dem 2:1 ging es halt darum, ja, dass man, hat man das Gefühl, dass man was verlieren kann. Da war es dann natürlich sehr ein bisschen mehr hektisch, aber ich glaube, da hat Chemnitz jetzt auch nicht keine klare Chance und wir müssen natürlich nach dem Konter hier irgendwann Deckel drauf machen. Aber diese Siege, diese Knappen sind natürlich dann immer am schönsten. Von daher sind wir sehr zufrieden, fahren zufrieden nach Hause. Wünsche Chemnitz und vor allem Christian alles Gute. Danke. Vielen Dank. Christian, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, einen schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an meinen Kollegen. Ich weiß, seitdem ich in der Regionalliga Nordost arbeite, dass es sehr, sehr schwer ist, gegen Luckenwalde zu gewinnen. Das ist so. Das ist eine sehr, sehr mutige Mannschaft. Das haben wir heute auch gesehen. Die ersten Minuten haben wir so ein bisschen Probleme gehabt. Wir wollten das eher ein bisschen den Jungs Hilfestellung geben, indem wir eher ein bisschen tiefer agieren, weil wir schon auch im Pokal gesehen haben, dass man da von den aufgrund der vielen Wechsel, die wir Woche für Woche haben, extreme Abstimmungsprobleme haben. Ja, denn es ist bei uns leider so, dass man ja nicht mal einmal hintereinander weg mal mit der gleichen Elf agieren kann. Das hat man gegen Bischofswerda vor allem gesehen. Deshalb wollten wir es heute ein bisschen kompakter halten und dann eher über das Umschaltspiel kommen. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, wo man Nadelstiche haben setzen können. Der Konter ist sehr, sehr gut gespielt. Wir führen letztendlich 1:0. Klar, Luckenwalde hat Möglichkeiten, nichtsdestotrotz, so ein Gegentor will man nicht bekommen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Ecke ist abgerutscht, kommt dann flach da rein, dann ist es so ein Gestochere, das ist extrem ärgerlich. Ich fand die zweite Hälfte sehr, sehr neutral, außer hinten raus, wo wir aufmachen mussten. Klar, da waren Konterchancen dabei, aber es war jetzt nicht so, dass das eine sehr, sehr chancenreiche zweite Hälfte war. 2:1 hat auch nicht sein müssen, aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz waren wir heute nicht gefährlich genug, weil man einfach sieht, dass wir da sehr, sehr begrenzt sind. Und das hat man heute auch gesehen. Die Abläufe passen entweder in manchen Spielen mal offensiv, das war eher weniger, aber defensiv dann schon ein Stück weit. Aber das reicht dann manchmal nicht, um Spiele zu gewinnen. Ich wusste um den Moment, dass es das geben wird. Das hat mit Jammerei nichts zu tun, aber ich bin Trainer, kein Zauberer. Ich versuche das im Rahmen meiner Möglichkeiten zu machen, auch okay zu machen. Nichtsdestotrotz fällt uns das leider jetzt ein bisschen auf die Füße, sowohl Sperren als auch Spieler, die dann ins kalte Wasser geworfen werden, ohne Rhythmus. Wenn ich an Robert Zickert heute denke, dass der hinten raus die letzten Minuten gar nicht mehr rausrücken konnte, weil er dann so platt war, ihm fehlt einfach Vorbereitung. Nichtsdestotrotz wollen die Spieler, das sehe ich. Und das ist für mich als Trainer wichtig. Man sieht aber auch, dass es aktuell sehr, sehr limitiert ist. Deshalb, wir können nur unser Bestes versuchen als Trainerteam. Nichtsdestotrotz wird es, selbst wenn man das macht, häufig Situationen geben, wo das auch nicht reicht. Und das war heute so ein Abend. Deshalb Glückwunsch nochmal zu einem verdienten Sieg gegen uns. Vielen Dank, Christian. Dann ist es Zeit für eure Fragen. Olaf Morgenstern, Tag 24, Morgenpost fängt an. Christian, eine Frage zu Stanley Birk. Der blieb in der Kabine. Was ist der Grund? Ja, ich bin kein Arzt. Also ich weiß nicht, was er hat. Jedenfalls konnte er nicht weiterspielen. Und das ist immer so ein Signal. Also da muss ich dann schon drauf hören, was er jetzt genau hat, müssen wir untersuchen. Aber er konnte keinen Ball mehr schlagen, ist was Muskuläres. Ich glaube nicht, dass er sich mit Absicht hat auswechseln lassen, wenn er noch gekonnt hätte. Deshalb, was es genau wird, werden wir sehen. Aber das hat jetzt nichts mit der Niederlage zu tun, dass man da einen Torhüter wechseln muss. Gibt es weitere Fragen?
Sieht nicht so aus. Dann vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal hier im Stadion. Tschüss.